letzten Mal aufgehört. Willkommen zurück. Ja, die Speck, die sind tiefgefroren. Mikrowelle hat leider, ja, gibt nichts, wo man sie anstecken kann. Die Maus ist im Loch. Wird sich irgendwann wohl mal die Speck, die warm machen können. Das letzte Mal schon gelesen. Und ja, damit wollte er uns aufhalten. Hat er voll recht gemacht. Und wir haben eine kleine Streampause gemacht. An der Stelle. Der Gedanke, dass der Maus eines Tages einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und dann unnötigerweise gespeichert. Und weiter geht's. Okay. Warnung, Hundehochzeit. Okay. Wo sind wir hin geraten? Ein kleiner Hund erscheint. Wir wollen immer noch alle verschonen. Erhebst deine Hand und der kleine Hund ist begeistert. Sehr schön. Der kleine Hund wird weiter gestreichelt. Du stupst den Hund an, er ist bereits total begeistert. Verdammt! Dein Hund kläfft aufgeregt. Streichelst den Hund, er streckt seinen Kopf, um deine Hand zu erreichen. Wird immer größer. Dein Hund kläfft aufgeregt. Der wird immer größer. Streichst den Hund, braver Hund. Wie weichen wir denn dem aus? Tja. Verliere nicht die Hoffnung. Sei geblieben entschlossen. Toni spielt mein Dusty. Okay. Wieder hier. Willkommen zurück. Aha, schon wieder so ein Hund. Nein, nicht bekämpfen. Wir müssen irgendwie fliehen können. Wir fliehen. Ich glaube, da müssen wir früher oder später durch den Nebel durch. Erstmal schauen wir uns hier um. Okay, hier gibt es nicht viel zu sehen. Das heißt, wir müssen da den Nebel aufdecken. Das ist unsere Mission jetzt hier. Wir müssen halt einfach fliehen. Aha. Aha. Das X markiert die Stelle. Das heißt, da oben gibt es was zu finden. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick. Aha. Sag ich, da unten hat sich jetzt was. Ja, da hat sich was geöffnet. Ist ja fantastisch. Okay. Zwei Hunde. Was ist das für ein Geruch? Wo kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Dafür sollen wir uns einfach nur nicht bewegen. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten.
Hundepaar greift an. Kommt direkt von der Hochzeit oder was? Doc Emmy und Doc Reza. Doc Reza. Streicheln. Du achten zu sehr auf deinen Geruch. Oh nein. Okay. Das ist schlecht. Rumtollen. Kreuzchen bestrecken. Vom her. Riechst wie ein komischer Welpe. Fast nicht, der wird doch an. Männlich. Ich bin schon der Game Over. Wie wähle ich denn diesen Attack aus? Sowas redest du normal machen, oder was? Tja, sieht so aus. Oh nein. Gnade. Ich fliehe. Hier ist ein Schalter. Klick. Und wir gehen hier weiter. Um das Ritze aufzudecken. Da kommen die Hunde. Der Geruch, ja, das ist. Geruch entdeckt. Sie wollen nämlich ausschalten. Doc Amy. Herumtollen. Wir tun herumtollen. Du rollst dich im Dreck und im Schnee umher. Und du gießt wie ein komischer Welpe. Und wie tun wir hier ausweichen? Oha. Oh nein. Hunde möchten erneut an die schnüffeln. Warum toll? Was dem Dreck und dem Schnee umher? Riechst du ein komischer Welpe? Ah, okay. Verdammt. Ich darf mich nicht bewegen, da passiert nichts. Hunde möchten erneut an die schnüffeln. Schnuppere zurück. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Dem Mund runter in dem Schnee riechst du in Ordnung. Was riecht nach? Bist du ein kleiner Welpe? Oh nein. Verschont kann ich sie nicht. In die Flöhe meiner Frau. Nicht wirklich. Was? Oh nein, oh nein, verdammt. Fliehen kann ich aus dem Kampf nicht. So oft ich hier sterbe. Nur wird das am Ende nicht gut ausgehen. Was? Hier auf dem. Okay. Hier kann ich aber fliehen. Schalter. Schalter hängt fest. Wie das? Okay. Oh, er ist schon geöffnet. Da muss ich irgendwie gucken, dass die einen Tacken ausweichen. Doc Amy herumtollen. Verdammt. Sehr schön. So geht's. Schnuppern. Sehr gut.
denken, du wärst ein Floh und dann gehen in den Paper. Herumtollen. Verdammt. Ich muss mal ein Item nehmen. Nice Cream. Ja, wie soll ich das überleben? Denken, du wärst dann verloren und gegangen der Welt. Streichen vielleicht? Oh, und das von einem Welpen. Das ist schlecht. Kann ich jetzt vielleicht Gnade oder so? Schneetier 1. Okay. Ach verdammt, jetzt habe ich den Schneemann gegessen. Na toll. Den soll ich doch mit mir rumtragen. Ihm die Welt zeigen. Sorry. Verdammt. Das wird nix. Schnuppern. Wissen bereits, dass du gut riechst. Aber ich kann hier nicht. Verkackt das. Wie denn? Verkackt immer so sehr. Irgendwie entsteht am Ende ein Herz, aber irgendwie das ist. Ja. Und wie kann man das hinkriegen, dass da ein Herz draus entsteht? Okay, ja, das noch zu. Haben wir jetzt noch alle Items wieder oder haben wir die schon verplempert? So, versteckte Schalter. Ach, Menno. Halt hier nochmal. Zum x-ten Mal. Irgendwie muss es doch einen Weg geben, zu besiegen. Der Geruch. Das Ausschalten. Und Doc Amy herumtollen. Wie war das? Was machen wir hier? Jede Menge Schaden kriegen. Uff. Verdammt. Müssen wir die Items bis zum Schluss aufheben. Ja, okay, aber sie nicht töten zu dürfen, ist knifflig. Verdammt. Wir denken, du wärst ein verloren. Aber was macht ein verloren gegangener Welpe? Was tun wir da? Reichern. Und sie dann nicht vergessen. Nein. Bevor ich die streichen konnte, ist das hatte der nicht schon wieder. Ich verliere gleich alles. Die Laune, das ist.
Geduld. Ich bringe hier keinen um, auch wenn das mir gerade sehr schwer fällt, die nicht umzubringen. Es hätte schwerere Weg hier. Wenn du nicht angreifen darfst. Ja, macht jetzt mal dieses. Es hat immer die ganze Vorgeschichte. Kann man das nicht skippen? So. Wir müssen beide dann streicheln, sobald so. Sobald zu wissen, wer ich bin. Nämlich ein Welpe. Was denn? Ich weiß nicht, was ich gegen dieser Tag tun soll. Doch Amy schnuppern und dann streicheln. Wie weiche ich diese Attacke aus? Es ging. Wünsche einen schönen Tag. Verdammt. Streicheln. Streichst du Amy? Und die andere muss den anderen und die andere muss auch noch streicheln. Verdammt. Lucrezia, streicheln. Was ist mit mir, ein Hund? Streichelt. Jetzt muss das doch irgendwie. Verdammt! Noch das zweite Item essen oder was? Nee, ich will nicht speichern. Frustrierend. Schnee ist ein versteckter Schalter. Kick. Der Hund. Wollen wir nicht doch den Genocide Run spielen? Und die doch umbringen? Langsam bin ich am Überlegen. Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifizier dich. Und weiter geht die Reise. Nee, leider nicht, weil ich aufgehalten werde von denen. So, wie war das? Vielleicht kann ich herumtollen sofort. Streicheln, dann wird das vielleicht was. Verdammt. Okay, nie streicheln. Zu sehr auf deinen Geruch. Verdammt! Ich hätte erstmal schnüffeln müssen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kriege auf jeden Fall Schaden. Dann halt an die Schnüppeln noch einmal. Ja. Schnuppern. Ja, sehr schön. Das überlebe ich doch wieder nicht. Was wir tun? Ice Cream. Na, greifen sie dich wieder an. Hier darf ich einfach keinen Schaden nehmen. Verdammt. Ach komm. Streicheln. Aber was dann? Dann können wir vielleicht fliehen, wenn das wir beide gestreichelt haben. Das
ja vielleicht eine Möglichkeit, sie nicht vergessen. Okay, Schnee. Verständlich geheilt. Verdammt! So, Dogresa streicheln. Dogresa. Jetzt können wir vielleicht gleich fliehen. Oder verschoben. Wäre eine Idee. Verschon. Jo, gewonnen, du bekommst nur XP und 40 Gold. Dankeschön. Hunde können an Hunde streicheln. Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Hündchen. Endlich sind die weg. Und so, weiter geht's. Das nächste Rätselchen. Verwandle jedes X in ein 0. Drücke dann den Schalter. Okay. Ah, okay. Das war jetzt nicht sonderlich knifflig. Was? Wie konntest du meine Falte geben? Und viel wichtiger, ist noch etwas für mich übrig. Und was erzählst du, Papyrus, über den Spaghetti? Habe ich gegessen. Sehr lecker. Wirklich? Wowi. Noch nie zuvor hat jemand mein Essen verspeist. Na gut. Quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, wenn sie all die Pasta kochen, die du möchtest. Alles klar. Und weiter geht's. Mein Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er einen coolen Typen wie mich machen würde. Okay. Wieder alles zu einer Null machen. Mensch! Wie sage ich dir das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen, also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepöppt. Indem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestaltete. Möglicherweise ist der Schnee festgefroren. Das ist die Lösung einer anderen. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist... Keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit versuch, das Rätsel selbst zu lösen. Ich werde die Antwort nicht verraten. Verwandle jedes X in eine 0 und drück dann auf den Schalter. Was für ein spannendes Spiel. Oha. Und schon verkackt. Können wir nicht zurückmachen. So Mist. Okay. Bisschen nachdenken müssen wir tatsächlich schon mal. Dürfen wir die Felder nicht zweimal betreten. Ups. Fast. Tja. Das sollen wir uns aufheben für den Schluss. Das letzte Dings. Verdammt! Thank you.
haben schon verkackt. Hier können wir jetzt nicht mehr zurück. Ach, Dreck. Das soll Papyrus Gesicht darstellen. Gleich mal oben lang. Nee, das wird nichts. Und schon verkehrt. Mist. Nachdenken war noch nie meine Stärke. Jetzt da lang gehe. Und da lang bin ich ne. Das könnte gehen. Jetzt hier unten wieder rauskomme. Dann fehlt da das eine Ding noch. Verdammt. Das war meine Idee. Fehlt noch eins. Von oben könnte ich die Reihe komplett runter machen als letztes. Und jetzt hier. Jetzt so hier. Ich muss außen rum. Das wäre auch eine Idee. Wenn ich hier anfange. Könnte es vielleicht klappen. Fuck. Na dran. Wenn ich hier anfange. War schon verkehrt. Muss die Reihe irgendwie als letztes gehen. Die Reihe hier muss. Was ist das denn? Aber ich bin noch der eine oben. Der eine in der Mitte bleibt immer noch. Wenn ich da zuerst durchgehe, dann, wenn ich in der Mitte durchgehe, dann habe ich das dort. Dann bleibt der andere und dann bleibt der in der Mitte dort. Wenn ich da erst oben die erste Reihe, dann bleibt es bleibt immer der dreckige hier in der Mitte. Und jetzt hier bleibt immer der hier, der zweite von oben. Da kann ich jetzt nicht mehr vorbei, das ist dann. Den brauchen wir zum Schluss noch. Meine Fresse. Naja, ich habe mir das Rätsel angesehen. Und ich denke, die Lösung ist. An X zu 0 zu verwandeln. Ach was. No shit, Sherlock. Nutzt das versuchen. Fahre mich noch einmal für einen Tunnel fest.
Vielleicht hilft dir das letzte Rätsel ja weiter. Dann nehme ich noch einmal viel mehr tolle Hinweise. Bin zu blöd dafür. Ja, wie soll mir das helfen? Also, du bist ein Hinweis. Ja, ich habe mir das Rätsel angesehen und ich denke, die Lösung ist der nächste. Ja. Das letzte Rätsel. Das liegende Haar? Aber wie?